Wissen Sie, danken Sie Gott für eine Mom und einen Dad, die einen jungen Menschen unterstützen und ihm helfen. Ich finde das so wichtig, weil egal, was im Leben eines jungen Menschen alles passieren kann, es ist immer noch dein Sohn, immer noch deine Tochter, egal, was in ihrem Leben passiert. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir als Moms und Dads bedingungslos lieben. Das ist die Liebe, die Jesus uns lehrt. Jesus liebt uns bedingungslos. Jesus liebt mich genauso, wie ich bin. Jesus liebt es, wie ich liebe. Und haben Sie die Erfahrung gemacht, dass die Menschen Ihnen ausweichen und dass Sie Angst haben, mit Ihnen im selben Raum zu sein und dieselbe Luft zu atmen wie Sie? Ja, Tammy. Ist das nicht schrecklich traurig, dass wir als Christen, die wir doch alle Menschen lieben sollten, dass wir uns so sehr vor einem AIDS-Patienten fürchten, dass wir nicht einfach auf ihn zugehen und unseren Arm um ihn legen und sagen, dass wir Anteil nehmen? Das ist ein emotionales Interview für mich. Auch wenn ich Steve nicht persönlich kenne, fühlt es sich an, als wäre er bei mir. Ich würde sie so gern umarmen. Und ich würde sie auch gern umarmen, Tammy Faye.